Hallöche Muchachos und seid herzlich willkommen beim super episch geilen neuen Projekt, nämlich ARK Survival Evolved. Das Ganze ist ein Early Access Titel. Hoppala, wir müssen das Mikro mal wieder neu machen. Early Access Titel ist erst am 2.6. rausgekommen, oder eher gesagt am 3.6. Erst ganz spät abends ist es dann erschienen. Und das ist eine Art Survival-Spiel mit Dinosauriern. Das heißt, man kann sich Dinosaurier auch noch zählen, man kann sich Basen aufbauen, man kann auf den Dinosauriern reiten, man kann sehr, sehr viele geile Sachen machen. Und dafür, dass das Early Access, das heißt in der Alpha sozusagen, ist es sehr, sehr geil und es steckt super viel Potenzial drin. Das einzige Manko jetzt gerade noch ist, dass es sehr ressourcenaufwendig ist, denn selbst mit einem relativ guten PC kommt das Game nicht ganz so gut klar. Aber ich würde sagen, Mabossa halt deine Schnauze, wir zocken das jetzt erstmal und würde sagen, wir machen so einen richtig geilen Disco-Pumper, das heißt, wir machen ihn richtig stark hier, war hier natürlich richtig fette Arme, aber dafür der Rest, der wird so mickrig, das wird alles richtig mickrig, das wird so ein typischer Disco-Pumper hier, alles klein, klein, klein. Jawohl, so sieht das doch schick aus. Er hat einfach nur massive Oberarme. Okay, er sollte vielleicht nicht ganz so klein sein. Genau so. Das sieht schon mal ganz cool aus. Ein kleines Gesicht. Ja. Großen Kopf aber noch. Die Eifarbe. Sehen wir überhaupt? Sehen wir die überhaupt? Komm mal. Jetzt wollen wir nicht in den Schritt schauen. Aber guckt euch diese massiven Arme an, Alter. Das ist Synthol. Das ist Synthol, Mann. Aber egal. Das sieht jetzt ja einigermaßen in Ordnung aus. Schauen wir nochmal von ganz weit weg an. Ja, wie so ein Disco-Pumper eben aussieht, ne? Wir starten mal im Süden, denn dort habe ich auch letztes Mal meinen Spielstand gestartet. Wir sind natürlich ein neuer Überlebender und es geht direkt los. Also man hat hier so ein komisches Ding am Arm, was es damit auf sich hat, das weiß ich noch nicht wirklich genau, das Ding da. Ich glaube, das ist so eine Art Leveler. Es gibt ja nämlich auch eine Art Skillsystem, Crafting-System, es gibt hier alles Mögliche. Und ganz am Anfang habe ich mir schon gemerkt, Mabossa, nimm jeden Scheiß mit, den du hier so finden kannst. Deswegen natürlich nehmen wir jeden Crapo mit. Natürlich lässt sich hier so gut wie alles einsacken. Das ist richtig cool. Es lässt sich sogar, oder es lassen sich sogar die Bäume hier zerstören. Am Anfang müssen wir sie leider mit unserer Faust bearbeiten. Bam! So macht das der Holzfäller in der Steinzeit. Schön mit der Faust. Also am Anfang ist es natürlich, wie so ein typischer Survival-Titel immer ist, erstmal sammeln, 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 die ersten Werkzeuge basteln, mit diesen Werkzeugen dann wiederum was anderes basteln, etc. pp. Ich erzähle euch ja nichts Neues. Das ganz, oder was hier einfach so episch dran ist, finde ich, ist es, dass man am Anfang noch relativ schwach ist, beziehungsweise man ist auch später noch relativ schwach und dass man erst mit verschiedenen Gruppenmitgliedern die großen Dinosaurier erst zur Strecke bringen kann. Das heißt, ich habe jetzt gestern ungefähr eine Stunde lang gespielt, war Level 7, glaube ich, konnte schon ein paar neue Sachen craften. Das heißt, desto höher ihr im Level seid, desto bessere Sachen könnt ihr auch craften. Ich kann euch das hier mal kurz zeigen. Hier zum Beispiel. Hier für alle Sachen, die ihr macht, kriegt ihr Erfahrung. Das heißt, wenn ihr sammelt, wenn ihr die Bäume zerschlägt, whatever, ihr kriegt immer wieder so ein bisschen Erfahrung. Und dadurch könnt ihr dann diese Sachen hier aufleveln. Das heißt, ihr könnt später auf Level 60 könnt ihr fucking nochmal Maschinengewehre und alles basteln. Am Anfang habt ihr so einen mickrigen Kack-Holzspeer. Und alleine dahin zu kommen, dass man so einen roten Faden hat, so okay, da bis dahin kann es gehen, man hat so eine Art To-Do-List, das finde ich ist sehr, sehr, sehr wichtig in oder bei so welchen Survival-Games, denn es kann auch schnell langweilig werden. Aber wenn du ein Ziel vor Augen hast, wenn du merkst, okay, noch so und so viel davon oder so und so viel davon, dann habe ich das und das, das ist schon mega cool. Und wie gesagt, die Grafik ist eigentlich auch relativ Zucker, dafür, dass sie nur auf Medium ist. Wie gesagt, die basteln da wohl Tag und Nacht gerade dran, dass es für die verschiedenen Systeme ein bisschen epischer wird, weil, wie gesagt, das Spiel kommt bisher nicht ganz gut klar mit den ganzen Hardware-Kack. Aber wie gesagt, 2 Tage draußen, es ist noch alles im grünen Bereich und würde sagen, ich zeige euch mal eben
die dümmste Vogelart, die es damals gab, nämlich den sogenannten Dodo. Und diese Dodos, die laufen ja schon am Strand lang, da hinten sehe ich schon welche. Und ich würde sagen, die haben uns blöd angeguckt, den geben wir jetzt mal ordentlich eine auf die Kauleiste. Da sind sie schon. Man kann jetzt... Oh, guckt euch diesen Kerl an. Guckt euch diesen Kerl an! Dieser Kerl wird die Vögel hier zermürben. Da seht ihr schon, es gibt, wenn die Welt rendert, noch kleine Lecks. Jetzt gibt's aber erstmal auf die Schnauze! Bam! Da bringt nicht mal wegzurennen hier. Und da kommen die Freunde schon ran, ne? Da kommen die Freunde. Jeder kriegt das, was er verdient, Mann. Jeder! Das ist ein Dodo Level 11 jetzt gewesen. Wenn nicht, wenn wir den weiter zerhauen, dann droppt er seine Sachen. Jetzt haben wir hier noch rohes Fleisch bekommen. Ein bisschen Leder. Dass die auch alle einen auf die Schnauze wollen, ne? Alle! So, nehmen wir auch mal mit. Hoppala. Da fängt es schon wieder ein bisschen an zu laggen. Und ich gehe mal davon aus, dass in den nächsten Updates, das heißt, heute ist... Welchen Tag haben wir noch? Heute ist Donnerstag, das heute noch, Freitag, am Wochenende. Was? Die gehen mir auf die Hätte ich nicht gedacht, dass diese kleinen dummen Vögel mir sowas von auf die Schnauze hauen. Ihr habt nämlich hier unter I, habt ihr hier die ganze Statusleiste. Wir sind jetzt vom Level aufgestiegen. Ich würde sagen, wir skillen mal Gesundheit hoch. Das heißt, wir haben jetzt hier 110. Nebenbei Ausdauer finde ich auch immer ganz cool. So, und jetzt haben wir die ersten Punkte. Auf jeden Fall nehmen wir den Speer. Das heißt, wir können jetzt den Speer bauen. Wir natürlich brauchen wir die Ressourcen noch dafür. Was auch wichtig ist, ist hier einmal die Stone Hatchet. Was nehmen wir denn noch? Foundation, seht ihr, da können wir auch schon die ersten Sachen bauen. Aber das machen wir noch nicht. Wir nehmen mal das Lagerfeuer. Mehr nehme ich erstmal nicht. Das Wichtigste, finde ich, ist erstmal, dass wir jetzt einmal die Stone Hatchet basteln. Davor mussten wir aber noch, habe ich das noch gar nicht, es gibt noch so eine Art, wie nennt sich das denn? Womit man, ah, da haben wir das schon. Eine Stone Pick, genau, die können wir auch schon craften. Und damit können wir dann wiederum Steine zerkloppen. Ja, die haben wir jetzt hier drin, da haben wir es. Nebenbei müssen wir auch natürlich immer was essen. Wir haben jetzt Food, 51 von 100. Dann müsst ihr einfach auf diese Beere klicken. Alle Beeren sind auch unterschiedlich. Es gibt Beeren, wenn man die isst, dann kriegt man, dann verliert man an Wasser, weil die so bitter sind oder so. Dann hat man mehr Durst. Die ist hier zum Beispiel gut, dass man Water und einmal Food in die Höhe treibt, denn die sind so schön lecker. Die haben schön viel Wasser drin und deswegen passt das alles. Und diese Steine hier, ne, da denkt man, okay, die gehören zur Umwelt. Pustekuchen, die kann man zerstören. Das heißt, fast diese ganze Welt hier, das sieht jetzt noch nicht so ganz geil aus, ne, aber das ist wie gesagt. Die ganze Welt ist fast zerstörbar. Und das ist, finde ich, mega affen geil. Und wir können ja gleich nochmal testen. So. Wenn wir zum Bäumelein gehen. Oh, da war aber ein großer Glitch hier. Zum Bäumelein, hier. Ich habe gerade gefurzt. Auch nicht schlecht. Da gibt es 2, 3, 4. 4 Holz gab es auf diesem fetten Baum. Wenn wir die Axt später benutzen, wenn wir die haben, dann können wir da 4 mehr Holz raushauen. Wir können ja eben schauen, was brauchen wir denn noch für die gute Axt. Wir können uns die schon basteln. Warum nicht gleich so? Das heißt, wir basteln uns die jetzt und stellt euch mal vor, wenn ihr das zusammen mit euren Kollegen zockt. Also ich habe Deko gesagt, Deko, hol dir das. Und er hat schon gesagt, jo, hier wird gemacht. Er braucht natürlich erstmal Internet. Er ist gerade dabei, mit Maiko zusammenzuziehen. Wo sind die jetzt fette Bäume? Ich will euch das zeigen. So, jetzt haben wir nämlich die Axt ausgewählt und... Bam, seht ihr, da gibt es gleich schon mal ein bisschen mehr Holz. Das heißt, es kommt also immer drauf an, was für ein Werkzeug ihr gerade ausgerüstet habt. Damit könnt ihr auch besser Ressourcen sammeln. Das heißt, für Bäume nehmt ihr die Axt. Und für die ganzen Steine, die da noch rumliegen, nehmt ihr natürlich diese Pickaxt. Und wir können ja gleich mal ein paar Speere basteln. Und dann gehen wir mal auf Jagd, denn es gibt hier so kleine Monsterchen, die habe ich auch schon in meinem 1-Stunden-Gameplay fertig gemacht. Natürlich, man zwischendurch, hoppala, ab und zu backt man hier irgendwo drin,
nicht vergessen, dass man... Hoppala. Dass man auch immer wieder diese ganzen Bärchen einsammelt, denn man verliert sehr schnell an Essen und an Trinken. Das heißt, man muss immer wieder irgendwelche Sachen hier einsammeln. Davon kann man nie genug haben. Und das Geile ist, schaut euch das mal an. Ist ja relativ voll jetzt hier. Und wir haben gerade einmal, wait, 60,6 von 1000. Das heißt, wir können so viel mehr Sachen tragen. So viel mehr. Das heißt, wir können alles einsammeln. Wir können jeden Scheiß einsammeln. Und es macht nichts. Denn wir haben noch fucking viel Platz. Und wir können ja mal schauen, ob wir Durst haben. Haben wir Durst? Wir haben extrem viel Durst. Jetzt zeige ich euch meinen Zaubertrick. Jetzt gehen wir mal kurz baden. So, ab ins Wasserchen. Hier unten rechts, da seht ihr auch, wo das Tröpfelein gerade ist. Das wird jetzt aufgefüllt. Wir müssen nur ein bisschen tauchen gehen. Und er trinkt dieses dreckige Wasser. Ist mir egal. Solange es ihm schmeckt, ist alles in Ordnung. Wir brauchen aber auch wieder was zu naschen, denn er steht... Wieso geht das gerade so krass runter? Heftig! Hier zum Beispiel, this yellow berry grows mostly on the beach, is tasty and can be used to make yellow dye. Ist uns erstmal egal, solange da nicht steht, dass es irgendwie negativ ist. Mampfen wir den Kack hier einfach weg. Ja, das können wir auch. Und wir haben ja noch rohes Fleisch. Das heißt, das rohe Fleisch, das können wir braten. Das habe ich selber noch nicht gemacht. Das können wir braten, wenn wir uns ein Lagerfeuer machen. Und das basteln wir auch mal eben. Und dann sind wir sogar schon fast weiter, als ich letztes Mal war. Denn letztes Mal musste man natürlich erstmal klarkommen mit der ganzen Steuerung. Wie geht dieser ganze Crap eigentlich? Und da ist... Das zum Beispiel ist ein Monster. Das holen wir uns mal eben. Das greift uns an. Das müssen wir umbringen. Und diesen Speer, den können wir zum einen werfen. Dann... fliegt er eben weg. Das ist aber ganz komisches Aiming. Darauf komme ich noch nicht so ganz klar. Oder wir stechen einfach immer zu. Und wenn wir den werfen sollten, dann können wir den wieder einsacken. Das heißt, wir können ja mal den ersten werfen. Boah, das sind gleich zwei. Sogar getroffen! Sogar getroffen! Gut! Den haben wir umgebracht! Ein Dildo! Dildo Level 2! Oh fuck, ich hab... Oh fuck! Wir sind tot! Wir sind tot! Der Dildo Level 2, ich konnte plötzlich mein Speer nicht mehr anwenden. Wir könnten uns jetzt einen neuen basteln oder wir respawnen wieder mit unserer Disco-Montur. Yeah! Der gleitet ja am Anfang richtig cool. Und da wir gerade mal ein paar Meter entfernt sind von unserer... von unserem Todespunkt, können wir unsere Sachen ja easy cheesy wieder einsacken. Das ist jetzt nicht das Problem. Solange wir in so einem bestimmten Radius bleiben, kann man die Leiche immer wieder schön looten. Und es gibt aber auch die Möglichkeit... Was ist denn da im Wasser? Es gibt aber auch die Möglichkeit, sich einen Schlafsack zu basteln. So ähnlich wie bei Rust. Das heißt, ihr kriegt auf die Schnauze, stirbt und dann seid ihr einfach da, wo der Schlafsack ist. Und wir haben ihn dann sogar noch besiegt. Da liegt unser Krüppel. Inventory. Und es gibt hier so einen Knopf. Take all from inventory. Das heißt, wir haben jetzt alle seine Sachen direkt mitgenommen. Und das hier ist, was ich meinte, was da irgendwie in seiner Hand ist. Das habe ich mir noch gar nicht durchgelesen. Spezies, Intelligenz. Okay, okay. Einfach ein Artefakt. Haben wir zweimal. Ich glaube, einmal kann ich es ruhig wegwerfen. Und... wir basteln jetzt erstmal wieder Speere. Nämlich, das war nämlich gerade das Problem. Das war nämlich gerade das Problem. Wir hatten keinen Speer mehr und dann hat er uns zerfetzt. Jetzt können wir den zerstückseln. Und dann kriegen wir ein bisschen Leder, ein bisschen Fleisch. Können wir uns eigentlich auch? Leute, wir können uns selber essen! Uhuhuhu. Das wäre doch geil. Wir sterben. Und dann können wir uns selber essen. So, Dille. Wo haben wir denn eigentlich das Feuerchen gehabt? Das Feuerchen hatten wir hier. Das heißt, da packen wir jetzt rein. Ein bisschen Fleisch. Vielleicht auch ein bisschen Holz. Wie gesagt, ich habe noch... sowas habe ich noch nicht gebastelt hier. Komm, alles Rinder. Und jetzt ein bisschen Holz. Das geht schon mal nicht. Jetzt müssen wir natürlich schauen, wie funktioniert das.
Da, so würden wir es kaputt machen. Wir müssen es irgendwie anmachen. Das weiß ich noch nicht, wie das geht. Ah, such as wood or thread to light the fire. Okay, ah, jetzt. Und Flint? Okay, geht's jetzt an? Ah, man muss also ein bisschen von dem Crap da reinwerfen, dann geht die ganze Butze direkt an. Super geil. Da ist zum Beispiel so ein Langhals, keine Ahnung, wie die ganzen Dinosaurier heißen. Also es gibt verschiedene Monster, die wiederum gut zu einem sind. Es gibt viele Monster, die einen echt immer an den Kragen wollen. Und dieses Krokodil dahin, ich glaube, das will uns auch an die Eier gehen. Diese kleinen Dinger haben uns gerade schon umgebracht. Deswegen, ihr wollt gar nicht wissen, wie schnell einem das Ding zu Brei haut. Und das meine ich, wenn ihr Gruppen seid, so eine Gruppe von, was weiß ich, 5 Leuten oder so, ihr könnt euch so eine geile Base bauen, ihr könnt sozusagen auf Dino-Raid gehen, ihr könnt die Dinos alle umbringen, ihr könnt die zähmen, das heißt, ihr könnt dann sogar später auf so einem fucking Langhalsficker, könnt ihr reiten oder auf so einem Krokodil. Wie das funktioniert, weiß ich noch nicht. Also da bin ich noch überfragt. Ich zocke das gerade einfach, um diese Spielmechanik gerade kennenzulernen, um euch das ein bisschen beizubringen. Der Link ist natürlich in der Beschreibung, wenn ihr es auch zocken wollt. Wie gesagt, Multiplayer ist derzeit noch nicht möglich. Hoppala, was haben wir denn da? Also ist natürlich schon möglich, aber ihr müsst einfach Glück haben, auf den Server zu kommen. Und bis jetzt hat das super viel Potenzial. Und ich werde schon wieder angegriffen. Fucking! Oh mein Gott! Oh mein Gott, und die leben auch wieder! Ich bin am Arsch! Ich bin am Arsch! Warum brennt mein Feuer denn nicht mehr? Oh mein Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Gestern hatte ich zum Glück einmal... Der kleine Ficker... Der kleine Ficker läuft immer noch hinter mir. Gestern hatte ich zum Beispiel einmal eine Sache, da habe ich so einen großen Alligator angegriffen. Hatte gleichzeitig aber noch ein anderes großes Tier angegriffen. Und dann haben die beiden fetten Tiere sich bekriegt. Das war geil. Und was willst du jetzt hier? Ich krieg schon wieder auf die Schnauze. Wir haben ihn umgebracht. Aber wir sind auch fast gestorben. Oh. Und diese verschiedenen Monster habt ihr gerade gesehen. Kennt ihr wahrscheinlich aus Jurassic Park. Das ist dieses scheiß Monster, was irgendwie Säure in die Augen spritzt. Und das... kriegt man dann auch nicht so schnell wieder los. Wir sollten ganz schnell was essen. Hier zum Beispiel haben wir einen Sattel. Ein Sattel für ein bestimmtes Dinosaurier-Tierchen. Keine Ahnung, was das für ein Tier sein soll. Wir könnten jetzt schon wieder ein paar Sachen updaten. 7 Punkte haben wir. Und wir könnten uns jetzt, es wäre vielleicht gar nicht so schlecht, meine Hose machen. Wir laufen die ganze Zeit nackt rum. Oberteil könnten wir uns auch mal machen, damit wir unsere komische, deformierte Körperhaltung mal ein bisschen verbessern. So, damit starten wir mal. Und dieses Fiber oder Fibber, whatever, das kriegt ihr, wenn ihr an diesen Pflanzen dran herum werkelt. Das kriegt ihr sehr, sehr schnell zusammen. Also, guck mal, wie das ausschaut. Guck mal, wie der ausschaut. So, Dille. Also, ach, ich kann noch was auswählen. Machen wir das Leben doch nochmal. Also es ist jetzt echt ungewohnt, dass so viele aggressive Tiere hier in unmittelbarer Nähe sind und schon wieder dieser Alligator. Was ist verkehrt mit ihm? Ist das... Also da ist dieser kleine Ficker will mich nicht umbringen. Doch, der will mich doch umbringen. Wir müssen jetzt versuchen mal, dass die Dinger sich gegenseitig angreifen. Komm, wir greifen jetzt mal diesen Fetten an. Der wird durchdrehen. Der Junge wird durchdrehen. Und die kämpfen alle gegeneinander. Ich bin weg. Harry Potter. Oh yeah. Kämpft, meine Sklaven. Oh nee. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Nicht ich. Nicht ich. Kämpfen die? Ich glaube, die kämpfen schon. Leider hat sich einer abgesetzt und will jetzt mir auf die Eier gehen. Jetzt kämpfen sie. Oh yeah. Und so könnt ihr vielleicht sogar schaffen, große Monster umzubringen, indem ihr die einfach gegeneinander aufhetzt. Leider sehe ich jetzt kaum was. Wir müssen uns mal schnell craftable einfach mal so eine Fackel mal eben machen.
Und dann schauen wir da nochmal zu. Oh yeah. So geht das natürlich auch. Hätte nicht gedacht, dass das so einfach ist. Was? Der Schwanz hat uns umgebracht. Ich habe da leider gar nichts mehr gesehen. Aber Muchachos, ich versuche Deko so schnell wie möglich hier reinzubringen. Es gibt, wie ihr auch gerade gesehen habt, so einen Nacht-Tag-Zyklus. Nacht ist keine unbedingt eine Veränderung, ist einfach nur dunkel. Ihr braucht dann eine Fackel, die ich gerade noch gebastelt habe. Wenn euch dieses Projekt gefällt, ich feiere es. Ich werde so oder so zocken. Entweder nehme ich es für euch auf oder ich zocke Solo-Style. Schreibt es in die Kommentare. Gebt auch einen Daumen nach oben, wenn ihr es sehen wollt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal mit ARK Survival Evolved. Reingehauen!